Man kann auch betrunken arbeiten. Hör zu, ich verstehe, dass du frustriert bist, aber es gibt auch andere Möglichkeiten außer Richards Whisky-Vorrat. Sein Weinkeller? Champagner bitte. Oh, tut mir leid, ich dachte, es wäre hier ein Club, wo man noch was zu trinken bekommt. Dennis, machst du mir ein Vodka Lemon. Ein Gin Tonic bitte. Again. Okay, ich brauch doch was Stärkeres. Long Island Iced Tea. Sabatoni hat eine neue Schuhkollektion? Genau, und da spendiere ich dir ein paar, wenn du jetzt auf dein Zimmer gehst. Sie glauben auch, sie können jeden kaufen, oder? Also, was ist jetzt? Ein Gin Tonic, aber den teuren, ja? Geht auf diese sexy Lady. Super Tipp! In der Wanne knallt der Whisky noch mehr. Ich meinte eigentlich baden statt saufen. Ja. Noch ein. Ich denke wirklich, du hast jetzt genug. Ja. Ich hab genug vom Scheiß im Zentrum. Die Mädels und ich nehmen noch eine Flasche Champagner. Hast du einen schlechten Tag oder bist du immer so ätzend? Beides. So, das Glas ist leer und du gehst jetzt ins Bett. Ich will aber noch nicht gehen. Ich will noch was trinken. Du kannst doch so morgen nicht trainieren. Kann sein, na und? Also eigentlich dürfen wir Eislöffel nicht trinken. Aber da ich sowieso keine Show laufe, kann ich mich abschießen. Auch ein. Wie spät ist es denn? Beschissen O'Clock. Und da mein Vater mich sowieso nicht besetzen wird, kann ich gerne noch mal eine Runde trinken. Okay. Ja. Dann wird das ja ein lustiger Abend. Du bist Mitglied im Steinkamp-Kader und ich erwarte ein bisschen mehr Professionalität. Warum? Hey, Leute! Ich bin Eisläuferin im Steinkamp-Zentrum und ich sauf mich zu! Ja. Hör zu, Chiara, es tut mir leid, ich muss hier wirklich... Ich sag dir jetzt mal meine Meinung. Zu der ganzen Sache mit dem Outing und so. Soll ich dir mal sagen, warum ich mich geoutet habe? Weil du lesbisch bist. Sehr witzig, gefällt mir, aber nein. Zahlst du die nächsten Drinks? Hattest du nicht schon genug? Nicht heute. Ich meine, gucken Sie mal. Das hier, das alles hätten Sie haben können. Ah! Ups. Erstell dir neue. So, das ist keine gute Idee. Also gut, dann auf unseren Scheißtag. Aber irgendwas in Richtung. Hier bei uns im Eissport geht es nur gesittet zu. Jetzt gucken Sie doch nicht so. Hätte viel schlimmer kommen können. Ach ja? Wie denn? Ja, ich hätte auf den Tisch kotzen können. Gibt's denn da zu lachen? Shit, und mein Training hat angefangen. Ja, komm, dann beeil dich. Ich fahr dich los. Kannst du dir vielleicht doch ein Taxi nehmen? Ja, ich mach einfach mein Handy aus.